My real name is Abul Qasem Mesbahi. Mein richtiger Name ist Abul Qasem Mesbahi. Als Khomeini in den Iran zurückkehrte, war ich einer seiner Leibwächter. Ich arbeitete in ganz Europa im Bereich Geheimdiplomatie. Mein Auftrag lautete, die Geheimoperationen in Westeuropa zu koordinieren. Ab 1981 war die Strategie des Iran in Westeuropa ganz einfach: Staatsterrorismus. In dieser Stadt hatte ich viele Treffen. Hier verbrachte ich sehr viel Zeit. Da, das Hotel Hilton. Oft wählten wir eine der Terrassen mit Seeblick als Treffpunkt. Dort verhandelten wir zum Beispiel mit Amerikanern und Franzosen, Unterhändlern des Weißen Hauses und des Élysée-Palastes. War Genf ein guter Treffpunkt? Sagen wir so, Genf war und ist vermutlich immer noch der beste Ort. Zum Beispiel dieses Café, dort hatten wir jemanden, der für uns arbeitete, als Geheimagent. Einst war Abul Qasem Mesbahi die Nummer 3 des iranischen Geheimdienstes. Seit er in Teheran in Ungnade fiel, ist er auf der Flucht. Heute versteckt er sich irgendwo in Europa und fürchtet um sein Leben. Ich bin sehr besorgt um meine Sicherheit, denn die Terroristen von Ayatollah Khamenei sind überall. Abul Qasem Mesbahi wurde 1958 in Teheran geboren. Sein Vater war Bazarhändler, ein Traditionalist und getreuer Anhänger jener Mullahs, die für die Errichtung eines Gottesstaates kämpften. Mesbahi wurde zum strenggläubigen Muslim erzogen. Es war der Wunsch seines Vaters, dass er nicht Bazarhändler, sondern ein Mullah, ein islamischer Geistlicher, wurde. Darum schickte ihn sein Vater nach Qom. In Qom, auch die heilige Stadt genannt, werden die meisten iranischen Prediger ausgebildet. Hier gibt es besonders viele Theologieschulen. An einer dieser Theologieschulen lehrte früher Ayatollah Khomeini. Mit 18 Jahren schloss ich mein Theologiestudium ab und durfte mich Hojatollah nennen. Daneben verfolgte ich meine normalen Studien. 1. Februar 1979. Ayatollah Khomeini trifft in Teheran ein, nach 14 Jahren Exil. Millionen Menschen bereiten dem Revolutionsführer einen triumphalen Empfang. Die islamische Revolution bläst zum Sturm auf die Bastionen der Macht. Revolutionsführer Khomeini duldet keine Kompromisse. Er ruft den Gottesstaat aus, in dem es keinen Platz für Liberale und Linke gibt. Alle Macht den Mullahs. Sie kontrollieren die Armee, den Geheimdienst, die Justiz und die Medien. Ich war 20 Jahre alt, als ich Chef der Jamshedye-Kaserne wurde. Dort befanden sich rund 800 Gefangene, darunter mehr als 80 Generäle. Wie ist es möglich, dass Sie als 20-Jähriger einen so wichtigen Posten bekamen? Sagen wir so, es gab damals nicht viele Personen, denen die Führer der Revolution wirklich vertrauen konnten. Paris, August 1979. Abul Qasem Mesbahi wird befördert. Obwohl als Diplomat ohne jede Erfahrung, wird er die Nummer 2 der iranischen Botschaft in Paris. Damals der wichtigste Außenposten des Iran. Mesbahis Auftrag: der Aufbau eines Agentennetzes für den iranischen Geheimdienst.
Eine meiner wichtigsten Aufgaben war die Logistik. Das bedeutete zum Beispiel Kontakt aufnehmen mit Schlüsselfiguren im Bereich illegaler Waffenhandel. Der Iran benötigte amerikanisches Kriegsgerät, vor allem Ersatzteile. Dieser Waffeneinkauf gehörte zur Aufgabe des Geheimdienstes. Abolghasem Mesbahi wird verhaftet, auf eine Militärbasis gebracht und dort 5 Tage lang verhört. Frankreich wirft ihm Spionage und die Planung von Terroranschlägen auf iranische Exilanten vor. Sie brachten mich zum Flughafen Charles de Gaulle. Dort setzten sie mich in eine Maschine der Air France nach Teheran. Genf, 2 Wochen später. Agent Abolghasem Mesbahi wählt das beschauliche Genf als neue Operationsbasis. Die Ausweisung aus Frankreich hat ihm keineswegs geschadet. Im Gegenteil, er wird befördert. Jetzt ist er als Geheimdienstchef nicht nur für Frankreich zuständig, sondern für ganz Europa. Zur Tarnung bedient sich Agent Mesbahi einer alten Masche. Er gibt sich als Student aus. Ich war Student bei Professor Jean Ziegler. Er war mein Doktorvater. Wir zeigen Professor Jean Ziegler ein paar alte Fotos von Abolghasem Mesbahi. Erinnert er sich an ihn? Ja, das Gesicht sagt mir etwas. Aber ich habe keinerlei persönliche Beziehungen zu dieser Person. Er war der Chef des iranischen Geheimdienstes in Europa. Inzwischen hat er die Seite gewechselt und verrät, was er über den Iran weiß. Und er hat überlebt? Bis jetzt. Ende September 1985. Agent Mesbahi wird nach Teheran zurückgerufen. Landet in Imam Khomeini International Airport. Der Revolutionsrat hat beschlossen, den Nachrichtendienst völlig neu zu organisieren. Dafür setzt er eine Spezialkommission ein. Wichtiges Mitglied dieser Kommission, Abolghasem Mesbahi. Seine Agentenerfahrung in Europa macht ihn zum gefragten Experten. Im Jahre 1985 wurde ein neues Ministerium geschaffen, das Ministerium für Nachrichtenbeschaffung und Sicherheit, genannt WEVAK. Ich gehörte jener Gruppe an, die das Pflichtenheft dieses Ministeriums ausarbeitete. Seit dem Überfall der irakischen Armee am 22. September 1980 steht der Iran im Krieg. 8 Jahre wird er dauern. Die größte Materialschlacht seit dem Zweiten Weltkrieg. Sie fordert über 500.000 Tote. Das Mullah-Regime steht vor einer Zerreißprobe. Linke und Reformer sind von der Revolution enttäuscht. Sie fordern Demokratie und mehr Freiheit. Den Radikalen dagegen geht die Revolution zu wenig weit. Das Land kann sich jetzt keine internen Spannungen leisten, warnt Revolutionsführer Khomeini und fordert bedingungslose Gefolgschaft. Dafür soll der neue Geheimdienst sorgen. Von Beginn an gab es 2 Standpunkte. Einer der Standpunkte war, ein starker Nachrichtendienst, der Informationen beschafft, um die Regierung zu unterstützen. Die Pasdaran, die Elitetruppen der Revolutionswächter, dagegen fordern für den Geheimdienst Einsatzkommandos, die radikal gegen Oppositionelle vorgehen, auch im Ausland. Die Pasdaran werden sich schließlich durchsetzen. Ihre Strategie nannten wir die aggressive Strategie. Sie forderten Einsatzkommandos, das heißt Terrorismus. Hashemi Rafsanjani, damals Präsident des Parlaments und Oberbefehlshaber der Armee. Er vertritt eine gemäßigtere Position. Er ist gegen Gewalteinsätze im Ausland. Und er versucht, die Operationen der Pasdaran zu unterlaufen. Sommer 1987. Agent Mesbahi ist zurück in Genf, in streng geheimer Mission. Diesmal im Auftrag von Hashemi Rafsanjani. Er soll Kontakte zu europäischen Regierungen knüpfen und amerikanische Unterhändler treffen.
Meine Hauptaktivität im Bereich Geheimdiplomatie bestand darin, über die Freilassung westlicher Geiseln im Libanon zu verhandeln. Jean-Paul Kaufmann et l'équipe d'Antenne 2 n'ont toujours pas été libérés. Im Libanon sitzen über 30 Menschen in Geiselhaft. Unter ihnen zwei deutsche Ingenieure und mehrere französische Journalisten. Laut offizieller Darstellung des Iran waren alle Geiselnehmer Libanesen. Aber die Wirklichkeit war eine ganz andere. Der Iran war der Geiselnehmer. Alle Entscheidungen, die Geiseln betreffend, lagen in der Hand der Iraner. Mesbahi sagt, er hätte im Auftrag von Rafsanjani verhandelt. Das ist durchaus möglich. Ich hatte festgestellt, bei solchen Kontakten achte ich auf alle Nuancen. Ich hatte festgestellt, dass auf diesen Unterhändler Verlass war. Er wusste, wovon er sprach. Er war jemand mit Entscheidungskompetenzen. Ohne direkten Auftrag, ohne das Vertrauen der Regierung, wäre das nicht möglich gewesen. Ich traf ihn einmal im Hotel Richmond, ein anderes Mal in einem Hotel, an dessen Namen ich mich jetzt nicht mehr erinnere. Privat traf ich ihn in einer Bar unten am Ufer des Genfersees. Genau so war es. Ich habe sie in der Schweiz empfangen, in Genf. Und ich habe sie in Paris empfangen. Ich will Ihnen etwas verraten. Ich habe sie auch während des Festivals von Bayreuth empfangen. Ich fand das recht raffiniert. Jedes Jahr fuhr ich zum Festival von Bayreuth. Ich verabredete mich mit ihnen in einer kleinen Stadt in der Nähe von Bayreuth. In Deutschland trifft Agent Mesbahi die beiden SPD-Spitzenpolitiker Hans-Jochen Vogel und Hans-Jürgen Wischniewski. Und in Frankreich verhandelte er unter anderem mit Jacques Chirac, damals Bürgermeister von Paris. Wir nannten es die Diplomatie des Freitagsgebetes. Ich sagte meinen Unterhändlern, beim nächsten Freitagsgebet wird Minister Rafsanjani folgende Sätze sprechen. Wenn er diese Sätze spricht, wisst ihr, dass ich die richtige Person bin. Sie warteten dann auf das nächste Freitagsgebet. Natürlich sagte Rafsanjani genau jene Sätze. Darum sprachen wir von der Diplomatie des Freitagsgebetes. Ende November 1988. Mesbahi trifft in den USA Ex-Präsident Jimmy Carter. Er gab mir einen Brief, den ich persönlich Ayatollah Khomeini übergeben sollte. Sofort fliegt Agent Mesbahi in den Iran, um seine Chefs zu informieren und Khomeini den Carter-Brief zu überbringen. Er freut sich schon auf das Wiedersehen mit seiner Familie. Doch in Teheran erwartet ihn eine dicke Überraschung. Ich fuhr zu meiner Wohnung. Im ersten Stock hörte ich Stimmen. Ein Mann rief mich. Ich ging hinauf. Der Mann sagte, Sie sind verhaftet wegen Betrugsgeschäften. Okay, antwortete ich, tut, was euch befohlen wurde. Sie packten mich und verfrachteten mich in ein Auto. Ein Mercedes, wie ich später erfuhr. Sie legten mir eine Augenbinde um. Dann brachten sie mich ins Gefängnis Doit. Abolghasem Mesbahi wird des Verrats beschuldigt. Er rechnet mit dem Schlimmsten, denn der WEWAG-Agent weiß, was in den iranischen Gefängnissen geschieht. Es wird gefoltert. Ich war 4 Monate lang im Gefängnis, eingesperrt in einer kleinen Zelle. Eine wirklich üble Zeit. Es gab sehr viele Verhöre. 1270 Seiten Verhörprotokolle, 12,5 Stunden Videoaufnahmen von Verhören. Die Fragen kreisen nur um ein Thema. Seine Genfer Kontakte. Er bekommt es mit der Angst zu tun.
Die Verhöragenten wissen sogar Bescheid über seine Beziehungen zur Genfer Polizei. Mesbahé zermartert sich den Kopf, kehrt in Gedanken immer wieder zurück nach Genf. Wer hat ihn verraten? Ist sein Kontaktmann bei der Genfer Polizei ein Doppelagent? Er kann es nicht glauben. Mesbahé verflucht die Nacht, in der alles begann. Es war im Herbst 1986. Plötzlich standen zwei Polizisten in der Lobby seines Hotels. Sie wiesen sich als Polizisten aus und forderten mich auf, folgen Sie uns. Sie bringen ihn in die Polizeizentrale. Hier wird er die halbe Nacht lang verhört. Es ist Polizeikommissar Léon Jobé, der die Fragen stellt. Léon Jobé ist Chef des Groupe de Renseignement und arbeitet für die Bundespolizei, den schweizerischen Nachrichtendienst. Es war Jobé, der die Fragen stellte. Ich war sehr offen zu ihm. Wer sind Sie? Ich sagte, Sie wissen doch, wer ich bin. Was tun Sie hier in Genf? Student, sagte ich. Léon Jobé wirft Abolgassem Mesbahé Spionage und Terrorismus vor, droht ihm mit Landesverweis. Agent Mesbahé hört unbeeindruckt zu. Dann macht er ein gewagtes Angebot. Zusammenarbeit. Ich kann viel für Sie tun, sagte ich. Wir können uns austauschen, zusammenarbeiten. Geben Sie mir die Chance. Léon Jobé verlässt den Verhörraum und ruft seinen Chef in Bern an. Als er zurückkam, sagte er, okay, im Prinzip sind wir einverstanden. Okay, generally we agree. Bleiben wir in Kontakt. Er gab mir sogar einen Decknamen. Javier. Polizeikommissar Jobé und Agent Mesbahé vereinbaren ein Stillhalteabkommen. Mesbahé darf bleiben. Im Gegenzug bietet er Informationen an und verspricht, Terroranschläge in Genf zu verhindern. Er war sehr professionell. Ex-Agent Mesbahé führt uns zu einem der Treffpunkte und erzählt von seinem Kontaktmann Léon Jobé. Es tönt wie Passagen aus einem billigen Spionageroman. Wir haben uns sehr oft getroffen. Wir sprachen über die Iraner in Genf, über iranische Politik. Zwei, dreimal gingen wir sogar mit unseren Familien auswärts essen. Der Concierge dieses Hotels diente den beiden Agenten als Kontaktmann. Er organisierte die geheimen Treffen. Es war Jobés Idee, den Concierge einzusetzen. Er war ein Bekannter von Jobé. Natürlich kannte er auch meinen Decknamen. In seiner Zelle gerät Mesbahé in Panik. Ihm ist klar, wenn die Verhöragenten den Inhalt der Gespräche mit Léon Jobé kennen, ist er geliefert. Dann werden sie ihn als Verräter an die Wand stellen. Dann, 4 Monate nach seiner Verhaftung, wird Abolgassem Mesbahé völlig überraschend aus dem Gefängnis entlassen. Noch sitzt er schocktief, doch er kann aufatmen. Zwar wird er zu einem Jahr Hausarrest verdonnert, aber er muss nicht vor Gericht. Die Anklage wegen Hochverrats wird fallen gelassen. Ein Jahr später. Später erlaubte mir der Nachrichtendienst Verwack, dass ich Kontakt zu ehemaligen Kollegen aufnahm. Alles frühere Geheimagenten, die jetzt in der Privatwirtschaft tätig waren. Langsam kehrt Abolgassem Mesbahé ins normale Leben zurück. Er wird Unternehmer. In den wichtigsten Basaren des Landes übernimmt er Verkaufsläden. Schließlich gründet er mehrere Handelsfirmen, die Maschinen und Elektronik importieren und verdient ein Vermögen damit. Was immer Mesbahé unternimmt, der Geheimdienst WEVAC ist dabei. In meinen Betrieben musste ich WEVAC-Leute beschäftigen. Ich hatte keine Wahl. Die Chefs des Nachrichtendienstes bestimmten zum Beispiel, wen ich als Sekretär einstellen musste. So hatten sie mich unter Kontrolle. Alles scheint sich zum Besten zu wenden. Doch dann holt ihn plötzlich die Wirklichkeit wieder ein. Sein Leben nimmt eine dramatische Wende. Finally, in the late of the 1995,
Es war Ende 1995. Mein Freund Said Emami warnte mich: Pass auf, das Regime will 120 Personen liquidieren. Dein Name steht ganz oben auf der Liste. Verlass sofort das Land. Just leave the country. Hals über Kopf verlässt Abolghasem Mesbahi Teheran. Zuerst versteckt er sich in den Bergen. Von hier aus bereitet er zusammen mit Freunden die Flucht ins Ausland vor. Drei Wochen später. Mesbahi verlässt sein Versteck in den Bergen und fährt Richtung Isfahan, 350 Kilometer südöstlich von Teheran. Die Fahrt geht weiter. Mesbahi erreicht das wilde Belutschistan am südöstlichsten Zipfel des Iran. Bis zur Grenze sind es nur noch ein paar Kilometer. Mesbahi ist nervös, denn die Grenze zu Pakistan ist streng bewacht. Ich hatte weder eine Identitätskarte noch einen Pass. Die hatten sie mir abgenommen. Mein Fluchthelfer sorgte dafür, dass die Leute, die hier arbeiteten, für einen Moment weggingen. Und dann ging ich zu Fuß über die Grenze nach Pakistan. Es war am späten Nachmittag, um 5 Uhr nachmittags. Endlich in Pakistan. Sein Fluchthelfer, ein Schmuggler, bringt ihn bis zur nächsten Bushaltestelle. Von jetzt an ist er auf sich alleine angewiesen. Doch Mesbahi atmet auf, denn er ist überzeugt, dass er das Schlimmste hinter sich hat. Als erstes kauft er sich bei einem Einheimischen ein paar Kleider. Er will nicht auffallen, denn noch immer hat er keine Papiere. Verkleidet als pakistanischer Kleinhändler setzt er seine Reise fort. Die Fahrt führt durch das Bolangebirge, auf einer ziemlich abenteuerlichen Passstraße mit über 20 Tunneln. Nach dem Bolangebirge geht es weiter durch die Kachi-Wüste. In Larkana, der nächsten größeren Stadt, will er Léon Joubé, seinen Freund bei der Genfer Polizei, anrufen. Ich rief Joubé an, den Polizisten in Genf. Ich sagte, ich bin in Pakistan und brauche deine Hilfe. Ich bin bereit, für dich zu arbeiten. Ich meine, für deinen Dienst. Nicht nur als einfacher Informant, sondern richtig mitarbeiten. Joubé rief zurück und sagte, ich habe mit meinem Chef gesprochen. Wir haben kein Interesse an deiner Mitarbeit, überhaupt kein Interesse. Ich sagte zu Joubé, was ist los, wovon sprichst du? Du weißt doch, wer ich bin. Ich wiederholte, dass ich jetzt gegen das Regime bin und dass das eine einmalige Gelegenheit wäre. Dann sagte Léon Joubé, ich habe dieselben Probleme wie du, ich kann nichts für dich tun. Abolghasem Mesbahi beschließt, in die pakistanische Hauptstadt Islamabad zu fahren. Ich unternahm alles, um das Land zu verlassen. Aber es dauerte 6 Monate, bis es soweit war. Es war eine sehr harte Zeit. Ich musste jeden Tag meinen Aufenthaltsort wechseln, denn die Iraner hatten herausgefunden, wo ich mich aufhielt. Nach Islamabad versucht er sein Glück in Karachi. Mesbahi kann nicht warten. Wewak-Killer sind ihm dicht auf den Fersen. Langsam geht ihm das Geld aus. Und noch immer hat er keine Papiere. In größter Verzweiflung ruft er einen Mann um Hilfe, gegen den er als Wewak-Agent einen Mordanschlag geplant hatte. Abol Hassan Banisadr. Sagte er, er habe seine politische Einstellung geändert? Nein, aber er wusste, dass ich allen helfe, die den Iran verlassen. Selbst jenen, die meine politischen Ansichten nicht teilen. Menschenrecht kommt vor der politischen Einstellung. Banisadr und Ayatollah Khomeini bereiteten gemeinsam den Sturz des Schahs vor. Im Januar 1980 wurde er zum ersten Staatspräsidenten der Islamischen Republik Iran gewählt. Ein Jahr später, im Frühjahr 1981, zerstritt er sich mit Khomeini.
Seither lebt er in Paris im Exil. Zweimal ist er im Auftrag von Khomeini bei mir gewesen. Ihm war klar, dass ich über ihn im Bilde bin. Er kennt den Vevak und er weiß Bescheid über die terroristischen Aktivitäten des Regimes. Sommer 1996. In Berlin läuft der Mykonos-Prozess. Auf der Anklagebank 4 Libanesen und ein Iraner. Am 17. September 1992 hatten sie im Restaurant Mykonos 4 Iraner ermordet. Unter ihnen der Chef der Demokratischen Kurdischen Partei. Die Anklage tut sich schwer. Sie kann nicht beweisen, wer das Attentat in Auftrag gab. Banisadr beschließt, als Zeuge aufzutreten. Er schlägt dem Gericht vor, holt Mesbahi aus Pakistan. Die ehemalige Nummer 3 des iranischen Geheimdienstes kennt die Auftraggeber. Die Regierung war dagegen. Dem Gericht waren die Hände gebunden. Ich habe dann mehrere europäische Regierungen um Hilfe gebeten, aber vergeblich. Trotzdem gelang es uns schließlich, ihn nach Belgien zu bringen, dank eines Passes. Mitte Oktober 1996. Abolgassem Mesbahi steht kurz vor dem Ziel. Er fährt zum Flughafen. Ich bin Banisadr sehr dankbar. Er beschaffte mir einen Pass, sodass ich aus Pakistan ausreisen konnte. Doch noch gibt es ein kleines Problem. Der Pass gehört nicht Mesbahi. Er ist geliehen. Der Pass war nicht wirklich gut. Die Körpergröße war mit 1,82 Meter angegeben. Der Grenzpolizist fragte, wo ist der Rest von Ihren 1,82? Ich sagte ihm, hier ist mein letztes Geld. Sie haben die Wahl. Werfen Sie mich ins Gefängnis und Sie verlieren das Geld? Oder Sie nehmen das Geld und lassen mich gehen? Keep me in the jail and you lose the money. Or keep the money, let me go. I am finished now. Ich dachte, es ist aus. Schließlich nahm er das Geld. Endlich in Freiheit. Abolgassem Mesbahi fliegt nach Brüssel. Dann stellt er sich den deutschen Behörden, um in Berlin am Mykonos-Prozess als Zeuge auszusagen. 27. August 1996. Mesbahi wird in Berlin erstmals als Zeuge angehört, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. In den Prozessprotokollen figuriert er nur als Zeuge C, aus Sicherheitsgründen. Weil der Mann natürlich auch hochgradig gefährdet war. Wenn der Iran seiner habhaft geworden wäre, dann wäre er sicherlich als Verräter liquidiert worden. Abolgassem Mesbahi, alias Zeuge C, wird die Schlüsselfigur des Mykonos-Prozesses. Seine prozessentscheidenden Aussagen: Den Tötungsbefehl erteilte der geistliche Führer und Khomeini-Nachfolger Ali Khamenei. Die Planung und Ausführung des Attentats leitete Geheimdienstchef und Vevak-Minister Ali Falahian. Die Bundesanwaltschaft hat seine Angaben natürlich überprüft und er hatte sehr detaillierte, von einem akribischen Gedächtnis geprägte Angaben machen können, auch über seinen Aufenthalt in der Schweiz. Und es erwies sich, dass seine Angaben hieb- und stichfest waren. 14. September 1997. Das Gericht verkündet das Urteil. Die iranische Regierung und der geistliche Führer Ali Khamenei werden als Auftraggeber des Massakers Mykonos verurteilt. Das Urteil war insofern sensationell, dass erstmals eine amtierende Staatsführung eines Staates, der mit Deutschland durchaus intensive wirtschaftliche Beziehungen unterhielt, für einen Auftragsmord verantwortlich benannt wurde. Das gab es vorher nicht und meines Wissens auch seitdem nicht. Nach dem Mykonos-Prozess wird Zeuge C an Polizei und Nachrichtendienste mehrerer Länder, darunter die Schweiz, weitergereicht. Wie gegenüber den deutschen Gerichtsbehörden berichtet er freimütig über Aktivitäten iranischer Staatsterroristen in Europa. Besonders spektakuläre Aussagen macht er über Genf. Und
Unterwegs mit Zeuge C, alias Abolgassem Mesbahi. Von Genf aus hat er als WEWAG-Offizier die Spezialoperationen des iranischen Geheimdienstes in Europa koordiniert. Mesbahi führt uns zu einem Feldweg hinter dem Flughafen Genf-Guantrain. Er zeigt uns einen toten Briefkasten. Ein Versteck, das der Übermittlung geheimer Nachrichten diente. 2 Meter über dem Boden, versteckt hinter Schlingpflanzen, befindet sich ein Loch im Baumstamm. Sind Sie sicher? Ja, aber alles ist zugedeckt. Niemand mehr benutzt ihn. Dort hatten Agenten besonders geheime Informationen hinterlassen. Zum Beispiel für konspirative Treffen mit Raketenspezialisten. Ein Spezialkomitee prüfte verschiedene Möglichkeiten, die Amerikaner anzugreifen. Es gab den Plan, ein amerikanisches Passagierflugzeug abzuschießen. Dieser Ort war günstig, denn damals gab es rund um den Flughafen keinerlei Sicherheitsanlagen. Es wurde offen darüber geredet, Stinger-Raketen einzusetzen. Mit dieser Rakete wollten sie hier ein amerikanisches Passagierflugzeug abschießen. Eine Stinger, auch Ein-Mann-Flugabwehrrakete genannt, wiegt weniger als 20 Kilo und kann von einem Mann bedient werden. Wir suchten Verkäufer. Schließlich waren Brasilianer bereit zu liefern. In der Zeit, als Mesbahi als WEWAG-Agent aktiv war, benutzte der iranische Nachrichtendienst Genf als Kommandozentrale. Von hier aus wurden Hit-Teams und Terrorkommandos losgeschickt. London, Dezember 79. Ein iranischer Exilpolitiker wird Opfer eines Bombenattentates. Wien, Juli 89. Mordanschlag auf den Kurdenführer Abdulrahman Gassemlu. Paris, August 91. WEWAG-Agenten ermorden den früheren iranischen Premierminister Shapur Bakhtiar. Weiß man, wie viele Menschen auf diese Art liquidiert wurden? Wir verfügen über eine Liste mit beinahe 500 Personen, die umgebracht wurden. In Europa, in den USA und im Nahen Osten. Einige auch im Iran. Vielleicht sind es sogar mehr. Attentate auch in Genf. Trotz geheimem Stillhalteabkommen des iranischen Geheimdienstes mit der Genfer Polizei. 10. August 1987. Ahmad Moradi und seine Frau Sarah flanieren am Seeufer. Ahmad war Berufspilot der iranischen Luftwaffe. Mitten im Krieg Irak-Iran desertierte er und flog mit seinem Kampfjet, einer fabrikneuen F-14, nach Bagdad. Ein paar Monate später erhalten Ahmad und seine Frau in Genf politisches Asyl. Es ist kurz vor 21 Uhr. Ahmad und seine Frau machen sich auf den Nachhauseweg. 2 Männer folgen ihnen. Plötzlich fallen Schüsse. Ahmad Moradi bricht zusammen, getroffen von 5 Kugeln, 3 in den Kopf. Die beiden Mörder flüchten Richtung See und verschwinden im Dunkel der Nacht. Trotz präziser Hinweise mehrerer Augenzeugen werden sie nie gefasst. Etwa 10 Tage vor dem Attentat gegen den Piloten haben mich Polizisten der Gruppe Antiterrorismus gewarnt. Sie sagten, ich stünde auf einer Todesliste. Ich musste für ein paar Tage verreisen. Feridun Azam Sanganeh lebt seit 30 Jahren im Exil in Genf. Er hasst das Mullah-Regime. Mein Urgroßvater war persischer Premierminister. Mein Großvater Gouverneur von West-Iran. Genf zählt eine besonders zahlreiche Iran-Gemeinde. Verfolgte aus der Schah-Zeit, Vertriebene des Mullah-Regimes. Die Ermordung des Piloten hat alle verunsichert. Viele haben Angst. Azam Sanganeh, der früher einen Zeitungskiosk betrieb, ist einer der wenigen, die sich nicht einschüchtern ließen. Trotz Morddrohungen. Sein Kiosk,
Treffpunkt der Regimegegner, Vertriebsschriften, die Folter und Hinrichtungen von Oppositionellen im Iran anprangerten. Wegen der Bedrohung durch das iranische Regime hatte ich mir auf Rat der Antiterrorismuspolizei eine Pistole zugelegt. Sie befand sich hier, griffbereit, damit ich mich verteidigen konnte. Das Waadtländer-Dörfchen Tanne, knapp 15 Autominuten vor der Stadt Genf, 24. April 1990. Wieder wird ein iranischer Regimegegner ermordet. Das Opfer? Der bekannte Exilpolitiker Kazem Rajavi. Nur wenige Minuten nach dem Mordanschlag auf Kazem Rajavi beginnt die Polizei mit der Tatortaufnahme. Neben dem Wagen findet sie 11 Patronenhülsen. Die Munition stammte aus der Tschechoslowakei. Geschossen hatten die Mörder mit einer UCFN, einer 9mm Maschinenpistole. Und wie beim Mordanschlag auf den Piloten hinterlassen die Mörder ihre Unterschrift. Eine Mütze. Er war ein iranischer Linksintellektueller der Bewegung Volksmujahedin. Er war gegen die monarchistische Diktatur des Schahs, musste deswegen den Iran verlassen und erhielt in der Schweiz Asyl. Später machte ihn Khomeini zum UNO-Botschafter in Genf. Als Khomeini anfing, politische Gegner zu eliminieren, beschloss Kazem Rajavi, diesem Regime nicht länger zu dienen. Von Genf aus führt Kazem Rajavi einen regelrechten Kreuzzug gegen das Mullah-Regime. Im Iran werden politische Gegner zu Tausenden hingerichtet, oft nachdem sie grausam gefoltert wurden. Er mobilisiert die Weltpresse und findet Gehör bei der UNO, im Europaparlament. Dieser politische Erfolg macht ihn zum Todfeind der Mullahs. Die Kneipe Le Pyramide im Stadtbezirk Le Baghi. Stammlokal von Mustafa Soleiman, Islamgelehrter und ehemaliger Anhänger der muslimischen Bruderschaft in Ägypten. Von 1984 bis 1989 war er Privatsekretär des iranischen Generalkonsuls. Er war Zeuge terroristischer Aktivitäten. Weil er sich weigerte, an einem Mordanschlag mitzumachen, musste er den Job aufgeben. Auf dem Konsulat waren wir zu viert, den Konsul nicht mitgezählt, der Sekretär, der Vizekonsul, der Chauffeur und ich. Wer kümmerte sich um die Diplomatenkoffer? Ich. Zusammen mit dem Chauffeur fuhr ich zum Flughafen. Es gab jeweils 2 Koffer. Einer für den Konsul und die konsularischen Geschäfte. Und es gab einen Koffer mit den Sachen, die ich bestellt hatte. Bücher, Zeitungen. Und ich erteilte Arabischunterricht. Allen Mitarbeitern des Konsulates und der Botschaft. Eine Arabischstunde pro Woche. Während unserer Recherchen stießen wir auf einen Bericht über terroristische Aktivitäten iranischer Diplomaten in Genf. Der Verfasser, ein Mitarbeiter der iranischen UNO-Mission. Laut dieses Insiderberichtes war der iranische Generalkonsul direkt an den Vorbereitungen der Attentate in Genf beteiligt. Der Generalkonsul war nur eine von mehreren Personen. Es gab noch andere. Der Generalkonsul hatte junge Leute rekrutiert, vor allem Nordafrikaner. Einige wurden nach Teheran geschickt. Dort wurden sie in Ausbildungslagern auf Terroranschläge in Europa, besonders in Frankreich, vorbereitet. Natürlich. Warum? Um für den Iran zu arbeiten. Im Bereich Politik oder Propaganda, als Militär oder als Agent. Er hat Leute rekrutiert und bezahlt, damit sie für den Iran arbeiten. Betreffend das Schloss Prinzessin Schahenbaye, die Genfer Residenz des UNO-Botschafters, heißt es: Ein Teil des Gebäudes war reserviert für Mitglieder der Hisbollah und andere Elemente, die im Auftrag des Geheimdienstes Terroranschläge verübten. Granaten und andere Waffen wurden in Diplomatenkoffern transportiert. Der Sprengstoff befand sich in Kaviarbüchsen. Monsieur Garbelli,
Nein, ich bitte Sie, darüber rede ich nicht. Ist das zu gefährlich? Darüber spricht man besser nicht. Nein, das hat keinen Sinn. Ehrlich, ist das zu gefährlich für Sie? Ja, aber ich bin nicht grundsätzlich gegen die iranische Revolution. Ich sage das ganz offen. Die arabischen Länder brauchen dringend eine Revolution. Mit den Ermittlungen im Mordfall Kasim Rajavi wird der Waadtländer Untersuchungsrichter Roland Schattler beauftragt. In nur gerade 4 Wochen wird er den Tathergang lückenlos ermitteln. Die Polizei findet ein Auto der Attentäter. Ein Mietwagen, angemietet vom Iraner Yadollah Samadi. Von da an ist die Ermittlung reine Routine. Vom Auto Samadis führt die Spur zu den Hotels der Attentäter. 10. April 1990. 4 Mitglieder des Mordkommandos treffen mit einer Iran Air Maschine in Genf ein. Eine Woche später folgen 2 weitere Komplizen. Offensichtlich wissen die Attentäter, dass sie von der Polizei nichts zu befürchten haben. In den 10 Tagen vor Rajavis Ermordung wird der Kommandochef 12-mal wegen überhöhter Geschwindigkeit geblitzt. Immer auf der Strecke Genf-Dané, dem Wohnort von Rajavi. Die Untätigkeit der Polizei überrascht. Denn Abolghasem Mesbahi und sogar ein Mitarbeiter der iranischen UNO-Mission hatten der Genfer Polizei die Attentatspläne gegen Rajavi gemeldet. Wir bitten die Polizei um eine Stellungnahme. Doch sie lehnt ab. Mit Sicherheit haben die Behörden von Attentatsplänen gegen Kasim Rajavi gewusst. Nun zur Frage, haben sie auch alles unternommen, um sein Leben zu schützen? Nein, offensichtlich nicht. Er fühlte sich bedroht. Er hat mich darum gebeten, dass ich bei Löba, dem damaligen Chef des Polizei- und Justizdepartements im Kanton Waadt, interveniere, damit er Polizeischutz bekommt. Ich muss feststellen, dass Kasim ermordet wurde, ohne dass er den geringsten Schutz erhalten hätte. Jahre vergehen. Die Ermittlungen kommen nicht vom Fleck. Schattler kann den Fall nicht abschließen. Zwar kennt er den Tathergang und sogar die Namen der Attentäter. Doch für eine Anklage fehlen ihm wichtige Antworten. Wie heißt der Auftraggeber des Attentats? Wer war der Todesschütze? Zu einem gewissen Zeitpunkt war Untersuchungsrichter Schattler derart entmutigt, dass er davon sprach, die Ermittlungen einzustellen. Er sagte, ich habe alles in meiner Macht Stehende getan. Was soll ich noch weiter ermitteln? Januar 97. Plötzlich kommt Bewegung in das Dossier. Untersuchungsrichter Schattler darf den Überläufer Abolghasem Mesbahi einvernehmen. Mesbahi weiß, wer den Mord in Auftrag gab. Parlamentspräsident Rafsanjani und Wewak-Minister Falahian. Und er kennt selbst die Namen der beiden Todesschützen, Yadollah Samadi und Ali Kamali. Dann macht Zeuge C eine sensationelle Aussage. Bei der Genfer Polizei gibt es einen Maulwurf. Eine Frau. Im Auftrag der Iraner hat sie Kasim Rajavi ausspioniert. Ohne langes Zögern identifiziert Mesbahi die Spionin. Es ist die Genfer Polizeibeamtin F.S. Welche Informationen hat sie im Fall Kasim Rajavi geliefert? Map of the house. Den vollständigen Plan des Hauses, den der Sicherheitsanlage rund um das Haus und Fotos. Jetzt erinnere ich mich, sie lieferte ein Foto, das Kasim Rajavi beim Teekochen zeigte. Sie befand sich so nah bei der Küche, dass sie dieses Foto schießen konnte. Ich habe dieses Foto persönlich gesehen. Hat der Iran für diese Informationen bezahlt? Mit Sicherheit. 4. Februar 1997. Bundesanwältin Carla Del Ponte eröffnet ein Ermittlungsverfahren wegen Spionage. Ab sofort wird die Genfer Polizistin FS rund um die Uhr überwacht. Die Bundesanwältin ordnet weiter an, für die Untersuchung gilt höchste Geheimhaltung. Weder die Genfer Polizei noch die Genfer Behörden dürfen informiert werden.
Die Überwachung bringt rasche und erstaunliche Resultate. FS ist mit einem Iraner verheiratet. Ein politischer Flüchtling. Doch sonderbar, der Asylant ist mit dem iranischen Botschafter befreundet. Die Telefonüberwachung belegt, auch Polizistin FS kennt ihn. Sie und der Botschafter duzen sich. Jemand muss Polizistin FS gewarnt haben. Sie demissioniert bei der Polizei und verschwindet zusammen mit ihrem Ehemann in den Iran. Ende Juni, nach 3 Monaten, kehren sie überraschend nach Genf zurück. FS und ihr Mann werden verhaftet. Nach nur 2 Tagen sind sie wieder frei. Das Gericht verzichtet auf eine Anklage. FS nimmt den Polizeidienst wieder auf. Sie wird sogar befördert. Ich habe gehört, dass sie von der Polizei wieder angestellt wurde. Inzwischen arbeitet sie für eine andere Behörde. Überrascht sie die Wiederanstellung? Ehrlich gesagt, ja. Aber ich muss anerkennen, dass sie von allen Anschuldigungen entlastet wurde, denn es gab keinen Prozess. Sie wurde freigelassen. Offensichtlich wurde das Verfahren eingestellt. Mehrfach haben wir die Genfer Polizistin FS und ihren iranischen Ehemann um eine Stellungnahme gebeten, aber nie eine Antwort erhalten. Sie wohnen nicht mehr in Genf. Wir finden sie in einer kleinen Stadt im Kanton Waadt. FS hat inzwischen die Genfer Polizei verlassen, ehrenhaft. Jetzt arbeitet sie als Police Advisor, als Polizeiberaterin bei der UNO. Zurzeit steht sie in der Ukraine im Einsatz. Zurück bei Mesbahi in Genf. Als WEWAG-Agent wohnte er oft in diesem Hotel, denn die Bank des iranischen Nachrichtendienstes lag nur 200 Meter vom Hotel entfernt. Ebenso seine bevorzugte Wechselstube. Er konnte sie vom Hotelzimmer aus sehen. Zeitweise befanden sich über 200 Millionen Dollar auf dem Konto, um illegal Waffen zu kaufen, um hochgestellte Persönlichkeiten zu entlöhnen, die mit uns zusammenarbeiteten. Ich will sagen, unsere Quellen. Auch um operative Einsätze zu finanzieren. Wenn ich von operativen Gruppen oder Einsätzen spreche, meine ich damit terroristische Aktivitäten. Vom Spezialkonto hob Agent Mesbahi meist sehr hohe Bargeldbeträge ab. Danach überquerte er die Rhonebrücke und begab sich zu einem Geldwechsler. Ein alter Trick, um die Herkunft des Geldes zu verschleiern. Sobald das Geld gewechselt und die Transaktionen abgeschlossen waren, wurden alle Unterlagen vernichtet. Es handelte sich also um Geldwäscherei? Genau. Es wurden Hunderte von Millionen Dollar gewechselt. Natürlich nicht in einem Mal. Eine einzelne Transaktion belief sich jeweils auf ein paar Millionen. Es ging also um sehr hohe Beträge. Natürlich. Aber wenn es nicht große Beträge sind, macht die Bank nicht mit. Geheimagent Mesbahi vereinbarte in Genf ein Stillhalteabkommen. Welche Behörde stimmte dem zu? Er informierte die Polizei über Mordpläne. Und er meldete das Spezialkonto mit 200 Millionen für Spionage und terroristische Aktivitäten. Warum wurden weder Polizei noch Justiz aktiv? Seit Monaten bemühen wir uns um Interviews und Stellungnahmen bei den zuständigen Behörden. Wir erhalten nur laute Absagen. Niemand will zuständig sein. Wir unternehmen einen letzten Versuch, wenden uns nochmals an den Genfer Oberstaatsanwalt Daniel Sapelli. Frage: Warum interessierte sich die Justiz nicht für das Konto mit den 200 Millionen Dollar für Terrorismus und Spionage? Warum wurde kein Verfahren wegen Geldwäscherei eingeleitet? Der Oberstaatsanwalt schweigt, beantwortet weder unsere Briefe noch unsere E-Mails. Wir fahren zur Genfer Polizei, wollen mit Léon Jobet reden. Aber er ist nicht mehr bei der Polizei. 1997 wurde er wegen Spionage in einem anderen Fall verurteilt und aus der Polizei ausgeschlossen. Wir ersuchen die Polizeichefin Monica Bonfanti um ein Interview. Frage: War Léon Jobet befugt, mit dem iranischen Geheimdienst ein Stillhalteabkommen abzuschließen? Die Polizeichefin lehnt ein Interview ab und lässt ausrichten: Terrorismus ist Bundessache.
Nur die FEDPOL, die Bundespolizei in Bern, kann antworten. Auf keinen Fall die Genfer Polizei. Wir schreiben der FEDPOL, der Bundespolizei in Bern. Doch Fehlanzeige. Auch sie ist nicht zuständig. Der Pressedienst der FEDPOL erklärt in einer E-Mail: Die BUPO, die Bundespolizei, war zum damaligen Zeitpunkt der Bundesanwaltschaft unterstellt. Also schreiben wir der Pressereferentin der Bundesanwaltschaft, bitten um ein Interview. Auch das wird abgelehnt. Doch endlich erhalten wir eine Erklärung, warum weder Polizei noch Justiz gegen die terroristischen Umtriebe des Iran aktiv wurden. In diesen Fällen entscheidet letztendlich der Bundesrat über eine gerichtliche Verfolgung. Im Klartext: Es war der Bundesrat, der Polizei und Justiz zurückgepfiffen hat. 15 Jahre sind es her, seit Abolghasem Mesbahi aus dem Iran geflohen ist. Für ihn ist der Iran nur noch eine schmerzliche Erinnerung. Ich habe viele Freunde verloren, meine Familie, meine Existenz. Es war sehr hart. Ich habe im Iran 4 Kinder. Ihnen ist jeder Kontakt zu mir verboten. Selbst meine Mutter, inzwischen eine alte Frau, darf nicht mit mir sprechen. Als Kronzeuge stand Abolghasem Mesbahi in Deutschland unter Polizeischutz. Inzwischen wurde dieser Personenschutz abgezogen. Heute lebt Mesbahi unter einer neuen Identität irgendwo in Europa.